Ein weiteres Unternehmen, was ich ja total spannend finde hier in Ilsenburg, ist das Unternehmen Wheelworld. Wheelworld sagt ja schon, es geht um Räder. Hier dreht sich was. Hier gibt es nicht nur ein Glücksrad auf dem Stand. Und was die Firma genau macht, das erzählt uns aber der Geschäftsführer, der Thomas, den ich hier bei mir habe. Was genau macht Wheelworld? Ja, also wie das ja übersetzt heißt, ist das die Welt der Räder. Genau. Und da dreht sich alles bei uns drum. Wir stellen Aluminiumräder her. Ja. Also wir sind Hersteller für Aluminiumräder. Wir sitzen in Ilsenburg im Industriegebiet. Und wir machen von Entwicklung, Design, Vertrieb, alles aus Ilsenburg. Und lassen unsere Räder in verschiedenen Werken auf der ganzen Welt fertigen. Je nach Anforderungen oder wonach wählt ihr eure Werke aus, die für euch fertigen? Habt ihr ganz verschiedene Marken bei euch im Portfolio, die verschiedene, sag ich mal, Designs oder Hintergründe haben, die spezielle Produktionsanforderungen haben? Oder was? Ja, also die Marken unterscheiden sich vom Produktionsprozess jetzt her nicht. Ja. Ja, sondern wir haben zwei Marken im Moment im Portfolio, das wird aber wachsen. Eine Marke, die sich ganz stark auf das Thema Tuning und Individualisierung bezieht, und eine andere Marke, die sozusagen die klassischen Felgendesigns, modernen Premium-Felgendesigns abbildet. Ja, ja. Für alle gängigen Fahrzeugmodelle, die man eigentlich so kennt. Das heißt, ihr seid also nicht wirklich markenspezifisch unterwegs, sondern eure Felgen passen auf alle gängigen Modelle, die draußen da sind. Und wirklich der Anspruch ist das Design, ja? Genau, der Anspruch ist das Design, und wir versuchen dann immer so in der Entwicklung so zu planen, dass diese Designs auf möglichst viele Fahrzeuge passen. Ja. Und in Deutschland ist ja auch so, ist ja alles natürlich reguliert. Das heißt, wir sind vom Kraftfahrtbundesamt zugelassen. Und jede Felge wird auch getestet. Also gibt es Impact-Tests und Langlebigkeitstests. Und nur dann dürfen wir die Felge auf den Markt bringen. Also insofern ist auch eine hohe Qualität schon per se gewährleistet. So richtig made in Germany, oder sage ich mal, das Design engineered made in Germany. Engineered in Germany, genau. Sagt ihr genau. Ja, ja. Weil das ist ja auch ein Qualitätsmerkmal. Man kriegt ja gerade in dieser Sparte, wenn es um Tuning geht, auch so alles auf dem Markt. Ja? Da gibt es ja auch von bis im Preisgefüge, glaube ich, beim Tuning keine Grenzen. Bei euch liegt dann wirklich die Qualität dem Ganzen zugrunde, und es geht darum, dass es auch ein langlebiges Produkt ist. Ne? Wie viele Mitarbeiter kümmern sich bei euch denn darum, dass so richtig schicke Produkte für Autos gibt? Wir sind 21 Mitarbeiter. Ja. Ja, wir verkaufen ausschließlich im B2B-Bereich, ja, also an Großhandel, Tuner, große Online-Portale, die Räder und Felgen her anbieten. Das machen wir mit 21 Mann. Ja. Und verkaufen im Jahr ungefähr 200.000 Räder. 200.000 Räder. Ja. Meistens braucht man 4. Genau. Habe ich mal irgendwo gelernt, als ich einen Führerschein gemacht habe, dass 4 ganz gut wären. Ja. Ja. Dann kann man sich ausrechnen, wie viele Autos da draußen mit euren Felgen rumfahren. Das ist ja dann schon eine ganz schöne Nummer, ja? Ja, also das ist so, ja. Uns gibt es ja auch schon seit über 10 Jahren jetzt. Ja. Und sind jedes Jahr gewachsen. Die Firma hat wirklich in einer kleinen Garage angefangen. Von dem Vorbesitzer, der das Unternehmen aufgebaut hat, von dem ich es übernehmen durfte. Und es ist wirklich eine Erfolgsstory. Und jetzt sitzen wir im Harz im Industriegebiet und haben jedes Jahr 200 große Seekontainer, die da angeliefert werden und dann auf ganz Deutschland und ganz Europa wieder verteilt werden. Das ist ja auch ein bisschen eine logistische Herausforderung. Was muss man mitbringen, um bei euch im Team arbeiten zu können? Also als erstes Mal ist ja ganz wichtig, dass man Enthusiasmus mitbringt, auch für das Produkt. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass man so ein bisschen wirklich auch autoaffin ist und sich dafür begeistern kann. Ja? Und ansonsten haben wir hauptsächlich kaufmännische Berufe. Ja. Ja, weil wir natürlich ein großes Vertriebsteam haben. Wir haben eine Logistik, also wir haben auch Leute, die im Lager arbeiten. Die brauchen neben Köpfchen auch dicke Arme, weil die Seekontainer natürlich entladen werden müssen. Und das geht nur per Hand, weil die Ware in Kartons da drin ankommt. Und dann muss es palettiert werden, also ein ganz normaler logistischer Prozess. Ja. Aber das machen wir eben auch selber mit eigenen Mitarbeitern. Und dann haben wir eine Technik- und Qualitätsmanagementabteilung. Und da ist ein technischer Background, also entweder Kfz-Mechanik oder auch ein entsprechendes Studium, so dass man sich mit dem Thema Industriedesign und Entwicklung auskennt, dann schon von Vorteil. Ja. Ja. Und was sucht ihr im Moment denn, um euer Team zu vergrößern im Speziellen? Was ist bei euch gerade so richtig gefragt, wenn jemand sich dafür interessiert, bei euch vielleicht mal vorbeizugucken? Also wir suchen Außendienstmitarbeiter, aber jetzt nicht hier für die Region. Die Position haben wir gerade neu besetzt. Okay. Der fängt bei uns nächste Woche an und betreut dann ganz Ostdeutschland. Und wir suchen aber noch für Süddeutschland Leute im Außendienst, im Vertrieb, und auch für den Westen Deutschlands suchen wir noch.
Und wir wollen im nächsten Jahr zum ersten Mal ausbilden. Als was kann man bei euch dann eine Ausbildung beginnen? Ja, als Industriekaufmann ist unser favorisierter Ausbildungsweg, weil das sehr gut zu unserem Portfolio passt, weil wir das eben alles abdecken, von der ganzen Buchhaltungsfunktion über den Vertrieb, über Personal. Das Thema Groß- und Einzelhandel spielt natürlich auch eine Rolle, die Kommunikation mit Lieferanten auf der ganzen Welt. Und, das heißt, man muss bei euch auch ein bisschen sprachgewandt sein, speziell auch, sage ich mal, Englisch wahrscheinlich gut sprechen. Englisch sollte man sprechen können. Ja. Noch weitere Sprachanforderungen oder seid ihr mit Englisch erstmal im Handelsbereich? Also wir sind jetzt nicht so vermessen, dass wir sagen, wir brauchen für unsere Lieferanten in Asien chinesisch sprechende Leute oder so. Das ist nicht notwendig. Die sprechen alles perfektes Englisch und da kommt man gut mit. Aber Englisch ist dann ja schon, gerade wenn man auf dem internationalen Markt unterwegs ist, doch Grundvoraussetzung, um auch kommunizieren zu können. Okay, super. Ich finde das ja total spannend. Ich muss ja echt zugeben, dass ich nicht so der Tuning-affine Mensch bin. Ja. Aber das sind durchaus sehr schicke Designs. Ich finde es toll, dass ihr hier in Ilsenburg euer Firmensitz immer weiter ausbaut. Und bedanke mich für dieses Interview. Ja, danke. Hat mich sehr gefreut. Immer.